Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel, die, naja, verrückter wie immer nicht sein könnten. Trotzdem sind die Videos, auch wenn sie ziemlich kurz geworden sind, zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. Die vielen kleinen Schnipsel dienen trotzdem zur Unterhaltung und auf jeden Fall auch zur Aufklärung, was wir da eigentlich genau für Menschen am Telefon haben. Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen, um, weiß ich nicht, was damit zu machen, aber eine Leistung bekommt ihr dafür definitiv nicht. Hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Ah? Hallo? Hallo? Ja, spreche ich mit, kann ich mit Lili Lieb sprechen? Es habe Apparat, Schätzchen. Ah. Okay, Sie haben angemeldet bei unserer Webseite, bei Bitcoin System. Ja, exakt. Genau. Und ich bin für Kontoaktivierung zuständig. Haben Sie Zeit, dass wir das Konto aktivieren können? Mhm. Okay. Online-Überweisung? Was ist damit? Wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Mit Online-Überweisung, ja? Und dann will ich noch wissen, mit welchem Betrag? Nehmen wir mal, da weiß ich nicht. 250. Minimum ist das 250 ist Minimum. Ab 500 Euro haben Sie 25%, ab 1000 Euro haben Sie 50%, ab 2000 Euro 100%. Und ich nehme 275. 250 ist das Minimum. Das 275. Okay, gut. Ein Moment, ich gehe. Und ein Moment. Sind Sie da neu? Hallo? Ja, hallo, hier ist Lili Lips. Ja. Ein Moment, ja. Ja. Bleiben Sie am Apparat. Ja. Sind Sie da neu? Hallo? Hallo? Bleiben Sie am Apparat, ja, ein Moment, ja. Ja, sind Sie da neu? Hallo? Hallo? Schätzchen? Schätzchen, wo bist du? Kuckuck. Hallo? Schätzchen, ich hoffe, wenn du nicht mit mir sprichst, dann gehe ich wieder. Schätzchen, hallo? Kuckuck. Lili Lips ist am Apparat. Schätzchen? Na, und dann ist einfach die Leitung abgebrochen. Beziehungsweise die Betrügerin hat vielleicht auch aufgelegt. Das weiß ich nicht so richtig. Vielleicht hat sie die Lili Lips nicht gemocht. Kann sie definitiv kein betrügerisches Geschäft mit uns machen, wenn sie einfach auflegt an der Leitung. Ich meine, dann kann man ja nicht mit ihr sprechen. Schauen wir mal, was im nächsten Gespräch so passiert oder eben auch nicht passiert. Hallo? Hallo? Ja? Guten Tag. Guten Tag. Ich spreche mit Lips. Ja? Lili Lips, mein Name. Lips. Bitte? Lili Lips, mein Name. Ja, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde fast sagen, dass wir hier die gleiche Betrügerin dran hatten wie im Vorgespräch. Nur, dass sie hier ein bisschen schneller mitbekommen hat, dass sie wohl wieder die gleiche Person am Telefon hat, mit der sie schon vorher nichts zu tun haben wollte und, naja, das Gespräch komischerweise abgebrochen hat oder was auch immer sie da getan hat. Man weiß es ja nicht, was die da so im Hintergrund alles treiben und, naja, vielleicht sitzt auch einfach wieder nur der Chef daneben und kriegt's schon rechtzeitig mit. Ist ja oft so in den betrügerischen Callcentern, dass die Mitarbeiter irgendwie nichts alleine zustande bekommen und sich irgendwie immer Unterstützung bei allen Kollegen im Umkreis suchen. Ja, einfach immer nur wieder, tja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, keine Ahnung, es ist immer wieder verrückt. Hallo? Ja, hallo? Ja. Guten Tag, Herr Thomas. Richtig? Nee. Wie geht es Ihnen, Herr Thomas? Nee, falsch. Falsch verbunden? Gibt kein Herr Thomas. Wie heißen Sie, Herr? Das geht Sie nichts an, wenn Sie das nicht wissen. Also, vielleicht falsch verbunden, Entschuldigung. Ja, also es gibt dem Anschein nach tatsächlich dann doch noch den ein oder anderen freundlichen Betrüger, der weiß, wie man das Gespräch dann beendet, wenn man merkt, dass man irgendwie falsch ist oder eben auch nicht falsch ist, aber naja, er hat das Gespräch auf jeden Fall mehr oder weniger höflich verabschiedet. Kann man auch mal machen, so als Betrüger, ne? Ich meine, dann fällt es vielleicht auch nicht gleich auf, dass wir hier in einem Betrüger-Callcenter gelandet sind.
Ja, meistens beleidigen sie ja dann doch lieber, als irgendwelche sinnvollen Informationen mitzuteilen oder, naja, überhaupt irgendein vernünftiges Gespräch mit euch zu führen. Schauen wir mal im nächsten Gespräch, wie es weitergeht. Hallo, guten Tag, Herr Lips. Herr Lips, also ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie sich ein bisschen für Onlinehandel interessieren. Herr Semilia Kaufmann. Wo haben Sie denn das gesehen? Bitte? Wo haben Sie denn das gesehen? Seien Sie so nett, wiederholen Sie bitte, ich verstehe Sie kaum. So, wo haben Sie denn das gesehen? Also Sie haben im Internet Ihre persönlichen Daten hinterlassen, also auf der Webseite, wo es um Ethereum-Code geht. So, nö? Herr Lips, es geht um Trading. Sie interessieren sich ein bisschen für zusätzliches Einkommen, ja? Sie haben Ihre persönlichen Daten hinterlassen. Ich habe diese nicht auf der Straße gefunden. Ich, ne? Wo haben Sie die denn gefunden, die Sachen? Wie bitte? Mich, ne? Also, ich sehe mal derzeit noch von Interesse für Sie. Was denn? Verstehe Sie nicht. Ja, ich sehe auch nicht. Seien Sie bitte ernst und sagen Sie mir bitte, warum überhaupt? Ich bin doch ernst. Warum überhaupt kam das Thema des zusätzlichen Einkommens für Sie in Frage? Weiß ich nicht. Wie bitte? Ich sag, weiß ich nicht. Ach so, und was spricht dagegen? Was? Was spricht dagegen? Ja, weiß ich auch nicht. Okay, machen Sie bitte darüber noch Gedanken und glaube, das ist persönlich für Sie preiswert, ja? Sie können wirklich gut profitieren, ja? Okay. Ich bedanke mich für Ihre werte Zeit und freue mich von Ihnen zu hören. Schönen Tag noch heute. Wie wollen Sie dann von mir hören? Ganz genau. Wie will sie denn von mir hören, wenn man die Nummer nicht zurückrufen kann und die sich hier auch auf jeden Fall nicht nochmal melden wird? Denn hier war ja ganz klar rauszuhören, dass sie eigentlich nur das Gespräch beenden wollte. Auch mal wieder eine höfliche Form, haben wir ja gar nicht so oft auf dem Kanal, dass die Mitarbeiter aus den komischen Betrüger-Callcentern höflich bleiben und sich auch höflich verabschieden. Nur, naja, sie hat mich ja hier auch gar nicht mehr weiter aussprechen lassen und einfach das Gespräch abgewürgt. Sie wollte nicht mehr mit uns sprechen. Wahrscheinlich, weil ihr irgendwo was aufgefallen ist, ich weiß es nicht. Naja, so ist das halt. Aber schauen wir mal, wie es im nächsten Gespräch so läuft. Feenfeger? Ja? Emilia Hart ist mein Name. Ich rufe Sie von expresstrade.com. Wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Wie? Entzückend. Mal ganz davon abgesehen, dass wir die Emilia Hart hier schon des Öfteren am Telefon hatten. Aber das ist ja auch bei den Betrügern immer wieder, dass wir, ja, alle Betrüger eigentlich hier mehrfach auf dem Kanal schon gehört haben. Und naja, ich meine, irgendwann ist ja klar, dass man mal alle Callcenter durch hat bei so vielen Videos, die wir hier mittlerweile schon rausgeballert haben. Ist absolut verständlich. Aber naja, sie hat hier das Gespräch einfach schon wieder direkt von Anfang an beendet, weil sie gemerkt hat, dass sie gar nicht so richtig weiterkommt. Könnte wohl wieder daran liegen, dass er einfach nur ihr Skript da abliest und ja, sobald man als potenzielles Opfer nicht so ganz die richtige Antwort gibt, die sie sich da eigentlich vorgestellt haben, beenden sie einfach das Gespräch und würgen den Kunden oder das Opfer oder wie auch immer einfach ab. Tja, so läuft's halt in den Callcentern. Genauso wie im nächsten Gespräch. Das geht auch nicht viel länger. Da, klar. Ja, Hubschrauber. Ja, Hubschrauber hier. Es geht um den Handel. Sie haben die Daten eingegeben und deshalb habe ich Sie angerufen. Aha. Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen mit Namen und Firma? Hallo? Nee, dem Anschein nach will sie sich nicht vorstellen. Entweder hat sie ja gleich gecheckt, wen sie am Telefon hat, weil wir die auch schon mal am Telefon hatten, oder, naja, sie konnte einfach wieder nicht so richtig mit ihrem Skript umgehen. Ich weiß es nicht, aber es ist immer wieder irgendwie erstaunlich, dass die so schnell am Telefon weg sind und direkt aufgeben.
obwohl man gar nicht jetzt so wirklich raushört oder rauserkennt oder wie auch immer. Warum? Ne? Also warum? Tja, wahrscheinlich einfach hoffnungslose Überforderung. Aber naja, gut. Umso mehr wir die Betrüger in den komischen kriminellen Callcentern überfordern, ja, umso weniger werden die noch Bock haben, weitermachen auf den Job. Und mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele Scambaiter, die den Callcentern so richtig schön die Puste auslutschen. Guten Tag. Hallo, Herr Steiner. Ja. Helen Hofmann spricht hier. Mhm. Sie sind ja bei der Weltaccess Online, richtig? Bei was? Weltaccess.co. Die Werbung über das Bitcoin haben Sie angeschaut. Ach so, ja. Hm. Genau. Und jetzt können Sie bei uns Handelskonto einrichten, ja, mit einem Mindesteinstiegskapital 250 Euro. Mhm. Haben Sie Lautsprecher an? Ja. Ja, ich höre meine Stimme, genau deswegen habe ich nachgefragt. Mhm. Welche Kreditkarte besitzen Sie, Herr Steiner? Wieso möchten Sie das wissen? Weil von der Webseite, wo Sie jetzt gerade online sind, können Sie mit Mastercard einzahlen. Falls Sie ein Mastercard haben, werden wir von der Webseite die Einzahlung tätigen. Falls Sie eine Visa-Karte haben, müssen Sie von meiner Seite eine E-Mail bekommen mit dem Zahlungslink. Genau deswegen habe ich nachgefragt. Wieso ist das so? Weil Visa-Server ist überlastet und von der Webseite kann man nur mit Master einzahlen. Überlastet? Mhm. Aha. Noch Fragen? Ist seltsam. Ist seltsam, aber manchmal passiert, Herr Steiner, ja? Mhm. Haben Sie Erfahrung in dem Bereich eigentlich? Nee. Haben Sie keine, kein Problem. Wissen Sie, worum es geht, richtig? Wie meinen Sie das? Es geht um Onlinehandel, es geht um ein automatisches Handelssystem, das meine ich. Ach so. Wissen Sie, ja? Ja, jetzt schon. Genau. Also wir unterstützen Sie und mit unserer Unterstützung können Sie ja tägliche Profite erzielen, ja? Das wäre manchmal, also 5% Minimum, manchmal mehr, manchmal weniger. Alles kommt davon ab, wie hoch der Preissteigerung sein wird. Aha. Aber ich habe den Sinn Ihres Anrufs noch nicht ganz verstanden. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin, Herr Steiner, und ich werde Ihnen bei der Kontoaktivierung helfen. Ach so? Genau. Und wozu? Sagen Sie mir bitte, möchten Sie online handeln? Ja, deswegen habe ich mich ja angemeldet. Genau, dann braucht Ihr Konto zu aktivieren. Aha, und da brauche ich Sie dafür? Natürlich. So, also natürlich finde ich das nicht. Bei allen anderen Plattformen ruft ja auch keiner an. Sind Sie sicher? Ja. Von welcher Plattform haben Sie keinen Anruf bekommen? Ja, Binance zum Beispiel. Binance ist was ganz anderes, Herr Steiner. Ja, bei Binance ist exakt das Gleiche. Genau, das weiß ich, was Binance ist, aber bei Binance können Sie mit dem Software nicht handeln. Genau, verstehe ich. Und bei Binance bekommen Sie auch keine Unterstützung. Doch, wenn man das will, dann kann man da Unterstützung bekommen. Genau, und es gibt ja, es ist ja so, Sie zahlen dafür enormes Geld. Und warum sagen Sie immer erst Nein und dann sagen Sie doch genau ist richtig, was ich sage? Das verstehe ich nicht. Das ergibt ja gar keinen Sinn, was Sie da sagen. Oh Gott, Herr Steiner, möchten Sie Ihr Software aktivieren? Was denn für eine Software? MetaTrader 4. Ich habe schon den MetaTrader 5. Sehr gut. Dann viel Glück, ne? Tschüss. Betrüger. Also abgefahren war hier an dem Gespräch, dass die auf jeden Fall gar nicht so viel Akzent hatte und sich ziemlich nach einer deutschen alten Dame angehört hat. Weiß man aber nicht so genau. Ich meine, ist ja bloß ein Telefon und man weiß ja nicht, wie lange die ja, schon telefonieren, am Telefon sitzen und was die sonst so alles machen. Aber naja, eins ist auf jeden Fall wieder wie immer klar. Es war Betrug. Also dieser Anruf hier. Betrugsversuch. Man wollte wieder 250 Glocken haben, um sich dann danach wahrscheinlich nicht mehr zu melden. Tja. Und Argumente und vernünftige Informationen hat sie ja auch nicht gegeben. Man muss sie ja jedes Wort aus der Nase ziehen und am Ende hat sie irgendwie nicht mal eine vernünftige Antwort gegeben. Ja, und ganz zum Schluss hatte sie dann wieder keine Lust.
Ist immer so. Wenn man Fragen stellt bei den Betrügern am Telefon, dann haben sie keine Lust mehr, die zu beantworten. Ja, ganz einfach. Weil die können die Fragen nicht beantworten, weil die sich selber auf dem Finanzmarkt nicht auskennen. Denn die Mitarbeiter dienen nur dazu, euch da irgendwie einzutragen und das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mehr an Aufgabe haben die gar nicht. Also wissen die auch nicht mehr. Ist ja logisch. Ja. Hallo? Ja. Herr Lips. Lilly Lips hier. Herr Lips, hier ist... Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Die Musik im Hintergrund ist so laut. Also ich werde ein bisschen deutlicher sprechen. Rufen also, Sie aus einer Diskothek an? Mein Name ist Emilia Kaufmann. Doch, bei Ihnen im Hintergrund gibt es auch Lärm. Nö. Ich sage aber nicht das nach, ist Ihr Lärm. Wo Sie sind. Ja, das ist Ihr Lärm. Herr Lips, ja. Es geht um zusätzliches Einkommen. Mhm. Aus einer Diskothek, oder wie? Herr Lips, es geht um zusätzliches Einkommen. Verstehen Sie mich gut? Nee, habe ich ja gerade schon geschildert, dass Sie aus einer Diskothek okay, aus anrufen und ich verstehe Sie nicht. Sie sind viel zu laut im Hintergrund und die Geräusche da aus dem Hintergrund, die sind so laut, dass man überhaupt nicht das Gespräch wahrnehmen kann. Und man hört die Leute da im Hintergrund schreien und jubeln wie in so einer Diskothek. Wissen Sie, was Sie plaudern derzeit? Ja, ich weiß ganz genau, was ich sage, weil ich, Sie rufen aus einer Diskothek an und es ist ganz schön laut so die ganze Zeit bei Ihnen. Ich kann da kaum was verstehen, wenn Sie was sagen. Niemand bei uns jubelt, ja? Was? Wie bitte? Das ist so laut bei Ihnen da im Hintergrund, ich kann überhaupt nicht verstehen, was Sie sagen. Hallo? Ist da noch jemand dran? Hallo? Oh, das ist ganz schön laut da bei Ihnen. Sie sagen ja überhaupt nichts mehr. Das ist ja nur noch Musik. Und da schreit einer im Hintergrund, als hätte die irgendwie Unterleibsschmerzen und würde gerade eine Kuh auspressen. Oh, Moment, Mama, mir ein Snickers ist runtergefallen. Ach, die ist weg. Heute ist der Tag, an dem mein Snickers verschwand. Wer ist alles? Was? Wie bitte? Wer ist alles? Hallo? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Wäre es alles, was Sie mir sagen möchten? Ich kann Sie kaum hören. Das ist ja nur Diskothek da bei Ihnen. Schön fett die Techno-Mucke. Darf ich fragen, sind Sie behindert? Was? Hören Sie schlecht oder was? Wie bitte? Machen Sie mal da Ihre Mucke ein bisschen leiser. Das ist ja wie im Zoo. Hallo? Lady, sind Sie noch dran? Das ist so laut da bei Ihnen im Hintergrund. Man kann gar nichts hören. Ach so, sind Sie behindert? Hallo? Oder was? Wie bitte? Ich höre nicht. Da freut mich sehr. Warum ist es aber so laut bei Ihnen? Hallo? Ganz genau. Ich höre nichts und ja, die Mitarbeiterin, die freut sich da sehr drüber. Kann man so machen? Weiß ich nicht. Also einfach nur verrückt. Die Lautstärke da von der Musik, wie immer ohrenbetäubend und man denkt, man ist in der Diskothek. Und die Mitarbeiterin hat nichts Besseres zu tun, als den potenziellen Kunden, ja, oder was auch immer das Ganze darstellen soll, zu beleidigen. Und, ja, zu meinen, dass der Krach vom Kunden kommt. Naja, so kann man das natürlich machen, aber dann braucht man sich nicht wundern, dass man nichts verkauft bekommt. Aber umso besser. Wenn die Betrüger-Callcenter alle so arbeiten würden, dann hätten wir auf jeden Fall das Problem hier nicht, dass, ja, so viele Menschen darauf reinfallen und ihr Geld da rein versenken. Investieren kann man das Ganze ja auch nicht nennen, was man da dann letztendlich unterm Strich macht. Ach man, einfach nur immer wieder Wahnsinn. Ich frage mich immer, wie die sich selbst für voll nehmen können in den Callcentern. Wem spreche ich denn da bitte? War schon wieder die Lady mit der Diskothek. Hallo? Hallo? Hören Sie mich jetzt? Ach, ganz schwer. Das ist so laut da bei Ihnen. Und jetzt? Ja, bietet der Beat und biest und bumst es die ganze Zeit, aber auch man hört nichts. Okay. Hallo? Alte Lady? Ja, da war die alte Lady wieder ganz schnell weg. Tja, aber sie hat's nochmal probiert. Aber irgendwie hat sie das Problem nicht verstanden, dass die Musik in ihrem Callcenter so unfassbar laut ist, dass man sie nicht wirklich versteht und gar nicht weiß, was die eigentlich von einem möchte. Ich verstehe immer nicht, was das soll mit der Musik. Ich meine, wir wissen, wozu die Musik dient. Zum einen auf jeden Fall zur Unterhaltung der Mitarbeiter, dass die sich da freuen und, naja, in Partystimmung sind, währenddessen sie so ein bisschen die Leute betrügen nebenbei. Und zum anderen hört man halt eben auch nicht das Geschrei der Nachbarn, die da sitzen, also die Nebenmitarbeiter, die da gerade irgendwelche anderen Kunden beleidigen.
und anbrüllen, nur weil sie da irgendwie, ja, weil der Kunde letztendlich oder das potenzielle Opfer kein Geld einzahlen will. Man kennt es ja immer wieder, dass die dann da gerne ausrasten, wenn man so einen Betrügeranruf hat. Aber naja, irgendwie lernen die da daraus auch nicht. Umso besser. Kann man auf jeden Fall daran erkennen, wenn man einen Betrüger dran hat, wenn die Musik im Hintergrund lauter ist als die Mitarbeiter eigentlich selbst. Tag. Hallo, sehr ja. Herzlich. Guten Tag. Ja. Mein Name ist Nina Breite und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Das ist aber nicht. Sie haben Interesse an Online-Trading gezeigt, stimmt das? Nee. Bitte? Nein. Sie haben sich nur vor kurzem angemeldet. Oh, Finanzmarkt. Online-Trading-Handel mit verschiedenen Aktien. Ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Sie haben unsere Werbung gelesen und bei CFD Trader angemeldet. So, ja. Okay, kann sein. Ja? Ja. Bitte? Ich höre Sie leider nicht. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Das könnte in der Tat möglich gewesen sein. Aber Sie sind Robert Hässlich, stimmt? Natürlich, Herr Hässlich am ja, Apparat. Ja, aber das ist Ihre Telefonnummer. Sie haben sich angemeldet und Sie wollten ein bisschen Informationen darüber erhalten, stimmt? Nee. Ja, okay, das ist kein Problem. Wahrscheinlich wird das für Sie interessant sein. Ich erkläre Ihnen ein bisschen, wie das alles bei uns funktioniert. Sie haben schon Handelskonto. Und am Finanzmarkt Kraft zu haben, sollen Sie diese Mindestsumme auf Ihr Handelskonto haben. Sie haben gelesen, dass diese Summe 250 beträgt. Das bedeutet, mit dieser Summe haben Sie schon Kraft im Finanzmarkt. Was wird weiter überhaupt gehen, auf welche Weise, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Dann bekommen Sie von uns den Fachmann, der Ihnen hilft, diese Strategie persönlich auszubauen und verstehen, welche Position ist am besten zu öffnen oder zu schließen und zu welchem Zeitpunkt. Ja, davon können Sie verdienen und profitieren. Sagen Sie bitte, auf welche Weise ist es bequemer für Sie, diese Handelskonto zu aktivieren? Mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Bargeld. Bargeld? Sie haben nur Bargeld? Sie haben kein Bankkonto? Nee. Nee? Nee. Und arbeiten Sie? Ja. Ja, dann wie konnten Sie also arbeiten und kein Bankkonto haben? Indem ich kein Konto habe, ich bekomme mein Bargeld bar. Okay. Und so auf welche Weise bezahlen Sie also zum Beispiel für Elektrizität, Wasser und so weiter? Bargeld. Auf welche Weise? Bargeld. Ah, oh, Herr Hessig, wir können weiter mit Ihnen nicht alleine arbeiten, wenn Sie kein Bankkonto haben. Warum? Sie können in Bank solche also gehen und dieses Bankkonto erstellen. Dann werde ich Ihnen zum Beispiel in einer Woche eine Nachricht schicken und Sie können sich bei mir melden, wenn Sie dieses Bankkonto haben werden. Sie können dieses Bargeld auf Ihr Bankkonto legen und dann können Sie diese Einzahlung tätigen. Hm. Abgemacht? Was? Ja? Was denn? Was denn? Dann können Sie Handelskonto aktivieren und am Finanzmarkt einsteigen. Aber kann ich das Geld nicht einfach von irgendeinem anderen Konto nehmen? Bitte? Aber kann ich denn das Geld nicht von irgendeinem anderen Konto nehmen? Sie haben kein Konto. Ja, wie können Sie das auf Ihr Handelskonto legen mit Bargeld? Sie sollen Ihr Bankkonto haben. Wir können es so einfach machen. Gehen Sie also dann morgen, ja, Sie können in die Bank gehen und Bankkonto erstellen. Nee. Dann ab morgen rufe ich, was, nee. Sie wollen das nicht? Na, ich will kein Bankkonto. Bitte, nochmals? Na, ich will kein Bankkonto. Sie wollen kein Bankkonto? Okay, dann werden wir weiter auf solche Weise nicht arbeiten. Schön, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Und ich wünsche Ihnen. Ja, dir nicht. Ja, gut. Alles Gute dann. Tschüss. Ja, dir nicht. Tja, also die probieren es tatsächlich mit allen Mitteln. Wenn der Kunde kein Konto hat, ja, dann soll er sich halt eins machen, ne? Damit man irgendwie dann doch noch an die Kohle herankommt. Ich find's immer wieder interessant, wie die da vorgehen und arbeiten. Hauptsache, irgendwie überweist der Kunde sein Geld. Egal, mit welchen Mitteln das Ganze nachher gemacht wird. Ja, da wird der Kunde sogar irgendwie dazu animiert, sich dann halt ein fehlendes Bankkonto einzurichten. Naja, also es gibt tatsächlich Menschen, die kein Bankkonto haben und auch einfach keins brauchen, aber naja, unrealistisch ist es aber trotzdem, dass man kein Bankkonto hat.
Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Ja? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Da spreche ich mit Herrn Hans Bratwurst, ja? Hans Bratwurst hier, ja? Ja, ja. Herr Bratwurst, mein Name ist Neubert, und ich melde mich wegen einer Anmeldung. Sie haben gerade auf Krypto-Webseite Alive Offers Invest eine Anmeldung gemacht, richtig? Möglich, möglich, möglich. So. Herr Bratwurst, ich bin bitte Ihre persönliche Ansprechpartner, bitte, und ich werde Ihnen weiterhelfen und alles erklären, ja? Na dann mal los. Okay, Herr Bratwurst, haben Sie schon bis jetzt Fragen, bitte? Nee. Okay, dann ich werde gerade kurz erklären, ja, und dann machen wir weiter. Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurstbratgerät. Wie bitte? Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurstbratgerät. Ja. So. Herr Bratwurst, ich interessiere mich bitte, ob Sie schon Erfahrung in diesem Bereich haben. Wie bitte? Haben Sie Erfahrung bitte in diesem Bereich oder ist das alles ganz Neues für Sie? Nee. Keine Erfahrung, ja? Ja. So, kein Problem. Herr Bratwurst, Sie werden bitte von unserer Seite, weil Sie ohne Erfahrung sind, eine Dienstleistung bekommen. Das heißt Service von Kontomanager, bitte. Das bedeutet, Sie werden Ihre persönliche Messfeld haben. Die oder der wird immer bei Ihnen sein, bitte dabei helfen, alle wichtigen Tipps und Kenntnisse geben, was Sie auf dem Finanzmarkt brauchen. Zum Beispiel, in welche Kryptos Sie investieren sollen, welche hat derzeit Preispotenzial, ha? Ja. Und mit richtiger Prognose, bitte, mit Hilfe von unseren Experten, werden Sie Möglichkeit haben, monatlich 40-60% von Ihrer investierten Summe als Gewinne zu haben. Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Jetzt höre ich Sie wieder, ja? Sie waren kurz weg. Bitte? Ich höre Sie jetzt wieder. Sie waren kurz weg. Ach so, okay. So, Herr Bratwurst, ich wollte erklären, bitte, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie weiterarbeiten werden, ja? Sie bekommen bitte professionelle Hilfe von unserer Seite, von unseren finanziellen Experten, bitte. Sie werden Ihre persönliche Kontomanager haben. Das heißt, wir haben eine Abteilung entwickelt, wo die Fachleute arbeiten, finanzielle Experten, bitte. Von diesen Menschen, Herr Bratwurst, bekommen Sie bitte alles erklärt, alle wichtigen Tipps und Kenntnisse, was Sie dafür brauchen. Und werden Sie Möglichkeit haben, bitte monatlich 40-60% als Gewinne, als Profit auf Ihren Balance zu bekommen von Ihrer investierten Summe, ja? Ja, danke. So, Herr Bratwurst, ich weiß nicht bitte, ob Sie das schon wissen. Mindestens Einstiegskapital ist 250 Euro. Sie können natürlich mehr auch einzahlen, wenn Sie wollen, aber die Möglichkeit, damit Sie einfach Möglichkeit bekommen, das alles auszuprobieren und mit unseren Experten weiterzuarbeiten, mindestens können Sie bitte mal 250 investieren und damit werden Sie monatlich 150-170 Euro bekommen. Danke. So, Herr Bratwurst, machen Sie bitte das alles mit dem Handy oder mit dem Computer? Was ist da der genaue Unterschied? Unterschied ist eigentlich keine, einfach ich möchte wissen bitte, mit welchem Gerät machen Sie das, damit ich Ihnen helfen kann, ja? Ach so, na, aber wenn es da keinen Unterschied gibt, wozu müssen Sie denn diese Information haben? Wissen Sie warum, bitte? Wir sollen einfach eine Applikation benutzen und außerdem Kontoerstellung eigentlich funktioniert ein bisschen unterschiedlich. Gibt es einfach nicht so. Also Sie wären jetzt weg, ich kann Sie nicht mehr hören. Warum sprechen Sie nicht mehr mit mir? Mögen Sie mich etwa nicht? Wo bleiben denn jetzt die Informationen, die Sie mir mit auf den Weg geben wollten, auf meine Reise? Junge Frau, ich kann Sie leider nicht mehr hören. Ich würde dann jetzt einfach die Leitung laufen lassen in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Zeit verplempern. Ja, und dann war die Leitung auf einmal doch weg. Weiß ich nicht, ob er mich noch gehört hatte. Auf jeden Fall hat er keine Lust gehabt, sich mit uns weiter zu unterhalten. Keine Ahnung. Vielleicht ist das hier wieder die Situation gewesen, wo der Callcenter-Chef im Hintergrund mit abgehört hat oder der Mitarbeiter nebenan. Ja, und hat dann wohl gecheckt, dass das hier kein seriöses Gespräch mehr werden kann.
Oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr möchtet. Gibt immer mal wieder was Neues. Und ja, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit noch einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.